Ein Tiefeinsteiger von Kalkhoff, eine ganz besondere Ausführung, denn wir haben quasi einen aufgesetzten Akku, der aber gar nicht aussieht wie ein aufgesetzter Akku. Und das haben viele verlangt, die gesagt haben, wir möchten einen extrem leicht zu bedienenden Akku. Das heißt also ein schmales Rad, was also nicht zu groß ist, nicht diese ganz breiten Mittelrohre, sondern einfach, ich sag mal, etwas, was du einfach rausnehmen kannst als Garagenparker und den Akku aufladen kannst. So sieht's aus. Also für Leute, die halt quasi das Fahrrad in den Keller tragen oder halt auch an der Arbeit den Akku laden müssen, für die ist es halt optimal. Du kannst den Akku zack, zack rausnehmen, hast einen Griff und den Akku kennt ihr ja. Der wird auch nächstes Jahr, übernächstes Jahr, also die nächsten 10 Jahre wird der gebaut von Bosch. Der wurde jetzt auch weiterentwickelt und es ist halt, hat Vorteile, ne? Kalkhoff, was ist denn das? Kalkhoff ist ein deutscher Hersteller, kommt einer der ältesten deutschen Fahrradhersteller, kommt in der Nähe von Bremen, Kloppenburg. Dort werden die Räder auch zusammenlackiert, zusammengebaut. Das heißt auch ein Made in Germany und gehört halt der Pon-Gruppe. Pon-Gruppe ist so der Importeur von VW in Holland. Ja, du bist Jack? Ich bin der Jack, genau. Sag's mal gerade. Hallo Majid. Hallo Sven. Schön, 20. November 2022. Wir sind in Gießen, der schönsten Stadt Deutschlands, angekommen und zeigen die neuesten Fahrradtrends. Tiefeinsteiger mit breiten Reifen. Also früher hatten ja Tiefeinsteiger immer wackelige Gabeln vorne, dünne Reifchen. Da kann ich mich dran erinnern, das waren schnelle Fahrräder. Jetzt hat man beides. Jetzt hat man beides, weil das E-Bike sieht man immer mehr als Autoersatz und dort fährt man auch Schotterwege, leichte Waldwege, Straße im Winter, im Sommer. Und je breiter die Reifen sind, desto mehr Komfort habe ich. Und durch den E-Antrieb ist der Reifenabrieb, der jetzt, wenn der Reifen breiter ist, spielt er überhaupt keine Rolle mehr. Mhm. Ganz besonders hier, wir haben hier den Marathon E Plus. Ne? Das ist ein 28 Zoll. Also ein Trekkingrad, oder? Das ist ein Trekking, also ein Trekkingfelge. Achso, es gab den Reifen früher nicht, gell? Den Reifen gab es nicht. Wir hatten immer die 27,5 Bereifung. Das war nämlich immer das Problem. Es gab keine. Als Breite, also wir hatten dann die Mountainbike-Felge, also 27,5 als Breite. Diese Ballonbereifungen sind alle 27,5. Oder hier haben wir bei dem Rayman hinter dir. Die sind alle 27,5, die Supermoto X. Aber hier haben wir wirklich einen 28 Zoll. Mit der Breite. 0,5 Zoll, das ist eine ganze Menge. Das ist schon viel. Also merkt man schon. 1,2 Zentimeter. Das fährt man schon, also beim Fahren. Das merkst du doch nicht, jetzt machen wir es. Merkst du auch früher, doch. Okay. Okay. Es liegt einfach viel besser auf der Straße, rollt natürlich viel besser. Und du siehst auch die Felgen von, die Reifen von Schwalbe. Die Energizer, die haben eine Gummimischung, die wurde dann optimiert, damit der Abrieb geringer ist und dadurch auch die der Akkuverbrauch reduziert wird. Das hat man jetzt auch bei E-Autos. E-Autos haben wir jetzt auch optimierte Reifen. Das kommt jetzt auch im E-Bike-Bereich immer mehr rein. Eine gefederte Sattelstütze? Eine gefederte Sattelstütze. Das Fahrrad insgesamt geht Richtung auf Komfort. Also wenn wir jetzt von Vorbau gehen, also wir haben einen Vorbau, den wir von der Neigung einstellen können. Wir haben einen Lenker, das geht schon fast Richtung Holland-Lenker, geschwungen. Von der Geometrie her ist der Lenker viel weiter oben, also man sitzt 90 Grad auf das Fahrrad und auch der Sattel, der bietet halt auch den Komfort an mit Federung. Eine sehr leicht zu bedienende Schaltung mit Digitalanzeige, das heißt, du siehst Klangschaltung. Du siehst aber die Ziffern, siehst du explizit, das heißt, du musst nicht. Das ist ja digital. Ja, genau, das ist einfach. Hab ich doch gesagt. Ja. Das ist einfach ein Ring mit Nummern und du kannst es sehen und das Schöne ist an Nabenschaltung, ihr könnt dann, wenn ihr jetzt an der Ampel steht, einfach ohne Probleme das Fahrrad bedienen. Ne? Ich schalte jetzt erstmal. Dann könnt ihr sehen, man kann einfach ohne Probleme schalten. Komm mal da rum. Ist das das gleiche Prinzip wie früher meine Fichtel und Sachs? Genau, das ist eine Nabenschaltung. Die nächste 7-Gang hat den Vorteil auch, man hat weniger Verschleiß, ne, wenn man schaltet durch den E-Motor. Da brauche ich nur die Kette zu tauschen. Ab und zu mal hat ein Getriebeöl. Aber die Narbe ist immer auf 50 Newtonmeter eingeschränkt. Mhm. Sonst würde diese Narbe auseinanderfallen. Nur die Nexus 5-Gang ist auf 85 Newtonmeter freigegeben. Mhm. Deswegen haben wir auch einen Motor drin von Bosch, der 50 Newtonmeter rausgibt. Für jemanden, der jetzt in Stadt fährt, jetzt nicht im gebirgigen Gegend wohnt, kommt er mit dem Motor überall hin. Es ist sehr, sehr leise und es ist der effizienteste Motor, den Bosch hier gebaut hat. Wir haben hier einen Verbrauch weit weniger als der CX.
Man kommt sehr weit damit. Ja. Kettenschutz zum Beispiel ist bei dem Fahrrad auch dabei, sieht man immer weniger. Aber das Fahrrad ist genau ja, für Leute gemacht, die Komfort suchen, die jetzt nicht im Gebirge fahren, die jeden Tag damit einkaufen fahren wollen. Was du auch siehst, der Einstieg, der ist ziemlich breit, der kommt auch dadurch zustande, weil ich einen aufgesetzten Akku habe. Wenn ich jetzt einen Intube habe, müssen die zwei Rohre sehr nah beieinander sein. Das sehen wir auch an anderen Fahrrädern, damit die Stabilität hergegeben ist. Aber bei dieser Rahmenform habe ich die Möglichkeit, auch einen komfortablen Einstieg für die Leute anzubieten. Für ältere Kundschaft natürlich ganz wichtig. Na, da bleibst du halt mit dem Fuß nicht immer hängen. Was du noch siehst, ist der filigrane Rahmenform. Der kommt auch zustande, weil ich den On-Tube-Akku habe. Früher war es ja so, man wollte ja immer verstecken, dass man ein E-Bike fährt. Heutzutage steht man ja dazu. Das ist ja nichts Schlimmes. Echt? So. Und ja, wenn wir jetzt hinter dir das Fahrrad zeigen, alle wollten das ja immer integriert haben, damit man das nicht sieht. Das ist, ist das der neue Trend? Das heißt, die Integrierten sterben jetzt? Nee, aber beides wird weitergeführt. Also On-Tube wird nicht sterben. Viele dachten ja, On-Tube wird sterben. Nee. Ja, ich glaube, was ich nicht mehr so oft sehe, ist, dass der Akku hinter dem hinter Mittelrohr. Gibt's doch im Norden gibt es immer. Also es kommt immer darauf an, wo man auch ist. Also wir sind, unser Laden war ja auch sehr, verkauft sehr viel sportive Räder. Wenn wir jetzt Richtung Süden gehen, gibt es halt sehr viel Gebirge. Da sind halt die sportiven Räder unterwegs. Aber jetzt, wenn du Richtung Norden gehst, da siehst du nur Räder, die einen Gepäckträger-Akku haben. Das entwickelt auch Bosch oder vor allem in Holland. Kunststoffgepäckträger ist es nicht. Es ist aus Metall natürlich, bis 20 oder 25 Kilo. Mhm. 25, sogar 25 Kilo. Genau, guck mal hier vorne, du hast das Riesendisplay mit drin, das Purion. Das hat sich auch bewährt, auch bei Mountainbikes mittlerweile, immer auf dem Einsatz. Immer im Einsatz, wird auch im Einsatz bleiben, weil er einfach wunderbar funktioniert, zeigt genau die Sachen, die ich brauche. Geschwindigkeit, Tageskilometer, Gesamtkilometer, Uhrzeit, kann das Licht damit bedienen. Schiebehilfe haben wir hier. Es reicht vollkommen aus. Also das Fahrrad darf man jetzt auch nicht zum Beispiel mit einem High-End-Fahrrad mit 10.000 Euro, wo ein Neon dran ist, wo ich die Connectivity habe, Navigation etc. vergleichen. Dafür ist es auch nicht gemacht. Ne? 5.799, dafür kriegt man gleich zwei. Denn das Coole ist, der Preis 2.799 Euro ist, glaube ich, ein fairer Preis. Da hast du noch eine Marge dran, da ist 20% Mehrwertsteuer mit drin, muss man auch dazu sagen. Und es ist ein namhaftes Rad mit einem namhaften Motor. Bosch. Wir haben Bosch-System, wir haben Markenkomponenten drin, wir haben Shimano, Scheibenbremse, wir haben Schwalbebereifung, wir haben Rahmen, was in Deutschland lackiert wird. Das Fahrrad wird auch komplett in Deutschland zusammengebaut. Und noch ist es ein wirklich fairer Preis. In Zukunft wird das Fahrrad sicherlich auch mehr kosten durch die Inflation. Das Fahrrad wird auch nächstes Jahr weitergeführt, übernächstes Jahr auch. Und im Treckenradbereich bei uns im Einstieg ist es natürlich der Bestseller. Das haben wir auch in zwei Farben da. Jetzt kann man auch die Option haben mit Rücktritt. Das ist jetzt ohne Rücktritt. Wenn man Rücktritt haben will, haben wir das auch da. Und wir haben es sogar mit Kettenschaltung da. Also schon. Wie du es schon am Moderation noch gesagt hast, diese Batterieeinlage wurde ja von Kalkoff entwickelt. Wir finden, es ist sehr gelungen. Also es sieht wirklich sehr schön aus. Also so. Es ist nicht so ein Klotz, der direkt da drauf ist. Was wir noch beachtet haben, der Vorgänger hatte keinen Flaschenhalter. Hier haben wir sogar die Möglichkeit, Flaschenhalter oder Schloss auch dran zu machen. Rahmengrößen, was hast du? In allen vier Rahmengrößen haben wir es da, in beiden Farben. In also auch für ganz kleine. Auch für ganz klein. Haben wir alles da. Oh, sehr schön. Ja, mit integriertem Schloss sogar. Ist da auch so eine Kette mit dabei? Die Kette ist extra. Und dann kann man das quasi in so ein Trail-Lock-Dings hier reinmachen. Da hat man nur einen Schlüssel, was man dann mit sich tragen muss. So, wir filmen heute 20. November 2022. Wir sind in Gießen. Die Firma heißt Switchbike Bornemann. In genau zwei Monaten. Seid ihr 100 Jahre alt? Und noch nicht mal. März. In vier Monaten. So, vier Monaten seid ihr 100 Jahre alt und das Jahr 2023 wird wirklich ein ganz tolles Jahr. Wir haben mit vielen Feuerwerken. Guckt euch das Video an. Ihr habt weit über 100.000 Fahrräder immer vorrätig. Hat man so das Gefühl, aber es sind ein paar Tausend habt ihr immer da. Das ist jetzt eins von ganz vielen, aber ein preiswertes Modell. Das verkauft ihr oft? Sehr oft. Das ist unser Bestseller im Einstiegsbereich. Also von denen haben wir jetzt, glaube ich, 40, 50 Stück bekommen. Ja. Bekommen dann immer wieder welche rein in Zukunft. Das ist ein solides Fahrrad, ne? Von wann bis wann seid ihr auf, Öffnungszeiten? Immer von 10.30 Uhr bis 18 Uhr und samstags von 10.30 Uhr bis 16 Uhr. Donnerstags ist auch unser Ruhetag. Also mitten in der Innenstadt, wo genau? In der Katharinengasse 14.
einfach beim Karstadt-Parkhaus parken und dann 30, 40 Sekunden zu uns laufen. Leute kommen aus ganz Deutschland her, kann ich es auch bestellen? Und ich kann es gerne auch bestellen. Einfach bei uns anrufen, dann dieses Fahrrad, genau in der Größe will ich es haben. Schickt mir das, dann machen wir das. Das läuft auch mittlerweile über unsere Website. Aber ja. Tschüss, Majid. Genau, tschüss.